So, hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die ökonomische Analyse des Rechts mit den speziellen ökonomischen Grundlagen oder auch ÖR1. Wir sind angekommen in der 10. Sitzung. Heute ungewöhnlich, diese Woche ungewöhnlich früh. Organisatorisches habe ich im Moment nicht, sodass wir direkt weitermachen können im Thema Vertragsrecht. Und zwar geht es jetzt um die Theorie des effizienten Vertragsbruchs. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass mein Computer irgendwie spinnt. Und ich habe eine Baustelle im Hintergrund. Hoffentlich ist das nicht zu laut. Die Grundidee ist: Was ist denn, wenn nach Abschluss des Vertrages eventuell bessere Verwendungsmöglichkeiten der Ressourcen auftauchen, als im Vertrag vorgesehen? Aus ökonomischer Sicht sollte ein Vertrag dann aufgelöst werden. Warum ist das so? Weil auf jeden Fall eine Carlo-Hicks-Verbesserung erreicht wird, denn die Verlierer könnten ja genügend kompensiert werden. Und wenn tatsächlich kompensiert wird, stellt die Vertragsauflösung sogar eine Pareto-Verbesserung dar.